بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unsere zweite Sitzung im Ramadan. Gestern haben wir über den Begriff Al-Iman gesprochen. Al-Iman ist ein Begriff. Das ist ein Begriff, was eine Wahrheit hat, existiert. Das ist eine Bedeutung. Al-Iman ist eine Bedeutung. Wir haben gesagt gestern, dass die Gelehrten und Al-Sunna sagen, dass Al-Iman ist Aussage und Tat. Das haben wir erklärt. Aussage des Herzens, Aussage der Zunge, Aussage, Tat des Herzens, Tat der Glieder. Das sind die vier Sachen. Und die Instrumente von Al-Iman sind das Herz, der Zunge, die Zunge und Glieder. Al-Iman ist eine Bedeutung, hat Grenzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt diese Grenzen. Alle rechtmäßigen Begriffe, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt ihre Grenzen. Und man darf nicht was hinzufügen, man darf nicht was abnehmen. Deshalb, Al-Bid'a entsteht, indem man was hinzufügt oder was man abnimmt. Wie zum Beispiel der Begriff Al-Iman jetzt. Du siehst, dass der Begriff Al-Iman hat Grenzen. Und wenn eine Sekte oder eine Gruppe erfügt was hinzu, dann ändert die Wahrheit von Al-Iman, wie Khawarij zum Beispiel. Khawarij haben viele Sachen, die gar nicht Säulen sind, haben die alles Säulen gemacht. Die haben was hinzufügt. Al-Murji'a, die haben was abgenommen. Deshalb, du siehst, bei ihnen, das Gebet ist nicht Iman. Das Gebet ist nicht eine Bedingung in der Gültigkeit von Iman. Aber bei Al-Sunnah, alles ist Iman. Alles. Die Aussage der Zunge ist Iman. Al-Dhikr ist Iman. Das Gebet ist Iman. Al-Sawm ist Iman. Al-Hajj ist Iman. Al-Sujud, Al-Ruku'a. Die Aussage Assalamu alaikum ist Iman. Alle diese Taten von den Mu'min sind Iman. Und wir reden heute über das Gebet. Also heute, wir konzentrieren uns über das Gebet. Das ist kein Vortrag, um zu hören und genießen. Und dann vergisst du das. Ich weiß, dass viele werden das vergessen. Und viele, die werden das nicht praktizieren. Das verlange ich auch nicht. Weil viele, leider, die wurden besiegt in diesem Kampf. Das Gebet ist ein Kampf. Das Gebet ist ein großer Kampf gegen den Shaitan, gegen die Seele. Und das Gebet ist auch ein Königsreich des Verständnis der Namen und Eigenschaften Allahs. Das Gebet ist, ich kann so sagen, das Gebet ist die Religion. Deshalb Imam Ahmad sagt, dass dein Teil an Gebet ist dein Teil in Islam. Ja, diese leuchtende Aussage.
Dein Teil im Gebet ist dein Teil im Islam. Das Gebet ist ein Bereich, wo du Allah kennst. Und dein Wissen über Nameneigenschaften praktizierst. Das ist ein, du sollst es so vorstellen, das Gebet ist ein Feld. Das ist ein Feld, das ist auch ein Feld des Kampfes. Weil wenn du Allahu Akbar sagst, dann beginnt dieser Kampf. Und wenn du diesen Kampf nicht richtig meisterst und trainierst, jeden Tag, bis du das Gebet genießt, es bedeutet, dass du betest oberflächlich, ohne Seele, ohne Herz. Und du merkst, dass wenn du Allahu Akbar sagst, du merkst, dass du denkst an vielen Sachen, die gehören gar nicht Gebet. Shaitan gibt dir viele Vorteile. Er lässt dich Sachen daran denken, die du vergisst hast. Aber er gibt dir Vorteile, um einen großen Vorteil zu haben. Dein Gebet, dein Herz, dein Verstand, deine Seele. Er nimmt sie weg vom Gebet. Deshalb As-Salah. As-Salah ist eine Quelle der Zufriedenheit, Glückseligkeit. As-Salah ist diese Beziehung zwischen Diener und Allah subhanahu wa ta'ala. Salah ist ein Tat, lässt dich nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Salah ist Islam. Salah ist eine Säule von Islam. Eine Säule von Islam. In vielen Hadith von Umar, radiallahu anhu, Hadith Jibril, Prophet sallallahu alaihi wasallam redet über Shahada, dann Gebet. Es bedeutet, dass Shahada, wenn du La ilaha illallah sagst, das ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt, was du das Wissen über Allah. Wo praktizierst du das Wissen über Allah im Gebet? Das werden wir im Ramadan, inshallah, behandeln, richtig tief über die Bedeutung vom Gebet. Aber bevor ich anfange, ich möchte einen Nutzen vom Gebet sagen. Das reicht, diese Nutzen, wenn du weiß, dass diese Nutzer dir viele Nutzen gibt. Also das gibt viele von uns, die wollen viel Sachen machen, aber die haben keinen Wille. Viele von uns, die wollen das Wissen studieren. Viele von uns, die wollen Anbeter sein. Viele von uns, die wollen das Gebet genießen. Viele von uns, die wollen Mu'minin sein. Viele von uns, die haben viele Projekte. Diese Projekte, die sind in der Luft festgezeichnet. Ja, wir zeichnen viele, viele Projekte in unser Kopf. Das ist wie jemand, er zeichnet ein Bild auf Wüste oder am Meer. Das existiert nicht, bis man sie realisiert. Deshalb, man braucht einen Wille, eine sichere Wille und braucht eine vollkommene Fähigkeit. Deshalb, was hat das Gebet damit zu tun? Also es gibt eine Beziehung zwischen Gebet und Irada, Wille. Also es gibt zwei Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith Aisha und Hadith ibn Abbas. Die beiden reden über Nachtgebet. Nachtgebet. Hadith ibn Abbas, er sagt, ich betete mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam und er betete zwei Raka'a. Dann macht er Taslim und steht auf und betete zwei Raka'a und hatte Taslim gemacht und zwei Raka'a und zwei Raka'a und zwei Raka'a und ein Raka'a. Wie viel sind das? 11. Hier merken wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam beginnt und hört auf. Beginnt und hört auf, beginnt und hört auf, beginnt und hört auf, beginnt und hört auf. 5-mal. Er beginnt und hört auf. Dieser Hadith von Ibn Abbas zeigt, dass das Gebet Al-Irada lehrt, Willen lehrt. Weil was für Willen? Das beginnt. Viele Leute wollen beginnen, die können nicht beginnen. Das Gebet lehrt uns, wie wir beginnen, starten.
Das Gebet ist eine Quelle des Willens, besonders Start, wenn du starten willst. Das Gebet lehrt dir das, gibt dir die Möglichkeit, gibt dir die Kraft, was anzufangen. Du beginnst und hört auf, beginnst und hört auf. Und zweite Hadith von Aisha. Aisha sagte, ich sah den Prophet sallallahu alaihi wasallam beten, also Nacht, er betete 4 Raka'a. Also schau mal, nicht mehr jetzt 2, 4 Raka'a. Und dann 4 Raka'a. Und fragt nicht nach ihrer Länge und Schönheit. Fragt nicht nach ihrer Länge und Schönheit. Zweite Hadith von Aisha lehrt uns eine andere Sache. Der erste Hadith lehrt uns einen Start, wie man startet. Aber viele Leute beginnen und hören auf. Viele Leute beginnen zu lesen, machen die Pläne vom Lesen, dann hören die auf. Nach einem Monat, 2 hören die auf. Oder die wollen studieren, die hören auf. Die wollen richtig ihre Gebete verschönern, die hören auf. Viele Leute hören auf. So sind die Menschen jetzt. So sind die Menschen. Deshalb die Menschen, die Erfolg bekommen, wenn Allah will, das sind die wenigen. Das sind die wenigen. Warum? Weil sie machen nicht, weil entweder sie beginnen gar nicht, die leben so. Gehen arbeiten, kommen nach Hause, schauen Fernseher, haben Kinder und so ist das Leben. Die meisten sind so. Und dann stirbt man, geht, lebt klein und stirbt klein. Wenn er stirbt, niemand kennt ihn. Also bedeutet, dass die meisten so leben. Aber wenn wirklich diejenigen, die Erfolg haben wollen, die sollen, die müssen viele Hindernisse zerstören. Also soll anfangen und weitermachen. Hadith von Aisha lehrt uns, wie man standhaft bleibt in seinen Projekten, in seiner Tat. Ja, also bedeutet, wenn du Nacht betest, bete manchmal wie Hadith Ibn Abbas, manchmal wie Hadith Aisha. Lange, versuch lange zu beten. Dieser Generator des Willens ist das Gebet. Das Gebet ist die Tat, die führt dich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die bringt dich nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, das Gebet ist ein Projekt. Und bevor wir das Gebet beginnen, also jetzt beginnen wir unser Dachs jetzt. Also wir wollen praktisch sein. Also ich will nicht, dass wir jetzt einen Vortrag hören, dann vergessen wir das. Nein, nein. Wir wollen das praktizieren jetzt, dieser Ramadan, dieser Halakat, wir wollen das praktizieren, damit wir nach Ramadan, inshallah, das schaffen, nahe zu Allah zu sein und unsere Gebete zu verschönern. Also bevor man zu Allah kommt, also stell dir vor, wenn du Allahu Akbar sagst, du eine Tür wird geöffnet, du kommst rein zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah hat al-Masal al-A'la, schau mal in Dunya, diese Königin von der Dunya, diese unfähigen Königin. Stell dir vor, du gehst zu einem von ihnen. Du willst irgendwas. Du wirst zu ihm gehen. Du wirst ihm loben. Du bringst ihm ein Geschenk. Und bevor du kommst, du machst einen Duft und du ziehst das Schönste an. Du passt auf die Zeit auf. Und bevor du zu ihm kommst, da kommen Leute, die sagen, die schauen, wie du bist, ob du in Ordnung bist, was du sagst. Sag das nicht. Pass auf, dass du sagst. Er mag das nicht. Und wenn er aufsteht, dann musst du rausgehen. Das ist ein König von der Dunya, ein Mensch. Ein Mensch. Wir reden hier über Ism, der Name von Allah, Al-Malik. Das steht in Surat Al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Das ist ein Leseart. Malik und Maliki. Malik, Allah ist Al-Malik. Allah ist der König. Also das ist der erste Name von Allah, was wir behandeln, Moment, was wir behandeln, macht euer Kameras und Audios.
weg mit aus. Der erste Name ist Al-Malik. Allah ist der König. Du stehst vor dem König. Al-Malik. Allah ist der Schöpfer von allen Königen der Erde. Allah ist der König, der stirbt nicht. Al-Hayy. Der stirbt nicht. Al-Awwal wal-Akhir. Der Erste und Letzte. Der Schöpfer. Das sollte man verinnerlichen. Spüren, dass Allah subhanahu wa ta'ala al-Malik ist. Bevor du betest, du sollst viel Istighfar machen. Jeder von uns hat eine Last auf seinen Rücken. Ja, weil zwischen Gebet und Gebet, Allah allem, was man gesagt hat, was man gesehen hat, was man gemacht hat. Ja, es gibt eine Last. Du siehst das nicht. Du siehst, aber es gibt das. Das ist eine existierende Sache. Du machst viel Istighfar. Astaghfirullah, Astaghfir, bevor du betest. Das muss sein. Das muss sein. Du sollst dich leicht machen. Diese Sünden müssen weg. Du musst immer Istighfar machen. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Astaghfirullah bedeutet, vergib mir. Astaghfirullah. Oft, oft, oft. Prophet sagt, ich mache Istighfar mehr als 70 Mal pro Tag. Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Also bevor du betest, du machst Istighfar. Viel. Sagen wir, Dhuhr ist um 1. Du machst seit um 12 machst du Istighfar. Zweitens, versuche irgendein Sadaqa zu geben. Sadaqa heißt nicht nur Geld. Versuche irgendjemand zu lehren. Versuche was zu posten. Versuche was Gutes anderen beizubringen. Ja? Versuche was Schlechtes. Also viel, gibt viele Sadaqat. Eine gute Aussage zu sagen, lächeln auf Gesicht deinem Bruder im Islam. Viele Sadaqat, mach irgendwas. Sadaqat, gib Sadaqat. 1 Euro Sadaqat, PayPal, 1 Euro, 2 Euro, 50 Cent. Ja, bevor du betest. Dann kommst du zum Wasser. Ja? Du kommst zum Wasser. Woher kommt das Wasser? Kommt aus dem Himmel. Die Natur des Wassers ist himmlisch. Genau wie die menschliche Seele, die ist himmlisch. Die beiden haben dieselben Quelle. Die beiden kommen von oben. Und das Wasser ist die Quelle des Lebens und die Basis des Lebens. Du kommst zum Wasser. Wir sagen das jetzt, aber du sollst dich gewöhnen, diese Bedeutungen vor Augen zu haben, wenn du zum Wasser kommst. Das ist nicht nur du. Das Problem bei uns, wir machen alles, aber unser Herz ist nicht da. Die Bedeutungen, die sind nicht da. Die Bedeutungen, die sind abwesend. Das ist das Problem. Warum diese Generation ist nicht wie die erste Generation? Die erste Generation, die haben die Bedeutung gelebt. Ja, die haben richtig gebetet. Iqamatus Salah. Es gibt Unterschied zwischen As-Salah und Iqamatus Salah. Das erklären wir. Deshalb die ersten Generationen, die haben die Bedeutungen gelebt. Du kommst zum Wasser jetzt. Du kommst zum Wasser und du machst Al-Wudu. Du reinigst dich. Du bist nicht schmutzig. Nehmen wir an, du hast Al-Wudu gemacht und nach 2 Schritten du hast dein Wudu gelöscht. Du kommst zurück und du machst Al-Wudu. Du bist nicht schmutzig. Dieses Wasser reinigt dich von Sünden. Das ist, reinigt deine Seele, dieses Wasser. Auch jetzt, wenn du kein Wasser findest. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dir, mach Tayammum. Da fragst du dich, warum Tayammum? Wenn ich kein Wasser ist, was für Bedeutung hat der Tayammum, dass ich meine Hand so mit einem Stein so anfasse und dann mache ich Tayammum? Was für Bedeutung ist das? Was für Nutzen hat der Tayammum? Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns reinigen, bevor wir vor ihm stehen. Das sind die Geheimnisse. Die Geheimnisse der Reinheit. Ja? Also du kommst zum Wasser und du hast im Kopf, dieses Wasser ist himmlisch und du machst Al-Wudu. Dieser Wudu ist eine,
ist eine besondere Ibada alleine. Al-Wudu ist ein Mittel zum Ibada und das ist eine Ibada selbst. Selbst eine Ibada. Du machst Al-Wudu, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Viele Leute, die machen nur einmal. Die sagen, einmal ist Pflicht. Nein, das ist nicht schön. Die Gelehrten sagen, einmal ist natürlich einmal ist Pflicht, aber Imam Malik sagt, es ist für mich sehr unbeliebt, dass jemand nur einmal macht. Kann sein, dass du das nicht richtig machst, vollkommen machst. Deshalb, du machst zweimal und drittmal, damit du dein Wudu vervollkommst, sicher. Der Prophet hat dreimal gemacht. Ja? Und du machst das Wudu. Und dann kommst du. Dann kommst du zu deinem Musalla. Also es gibt bei jedem Gebet, was Pflicht ist, es gibt ein freiwilliges Gebet. Du siehst Al-Fajr, wir beginnen mit Al-Fajr. Al-Fajr, es gibt das Subh, was Pflicht ist. Und dann kommst du, bevor du Pflichtgebet betest, es gibt ein freiwilliges Gebet. Dieses freiwilliges Gebet bereitet dich zum Gebet. Bereitet dich zum Gebet. Du bist jetzt zwei Raka, Prophet sagt über die zwei Raka von Al-Fajr, die zwei Raka von Al-Fajr, die Freiwillige, ist besser als die Dunya und was in der Dunya ist. Na, schau mal, was alles in der Dunya ist. Ihre Autos, Gold, Silber, alles, was in der Dunya gibt. Alles, was es in der Dunya gibt. Es gibt Schlösser, es gibt Häuser, es gibt Menschen, es gibt alles, was in der Dunya ist. Diese zwei Raka vom Fajr sind besser als die Dunya, was in der Dunya ist. Also wer stellt die Werte fest? Ashara. Wenn du jetzt zu einem Materialist sagst, die zwei Raka früh, du stehst früh auf und du bist jetzt zwei Raka und diese zwei Raka ist besser als alles, was du siehst, sagt, du bist verrückt. Der hat andere Werte. Wer stellt die Werte fest? Allah, sein Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb, wenn der Prophet sagt, dass die zwei Raka besser als die Dunya, dann diese zwei Raka sind besser als die Dunya und was in der Dunya ist. Und auch in der Dhuhr gibt es zwei dann Ad-Dhuhr und nach Ad-Dhuhr zwei Raka. Al-Asr, es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen Gelehrten, das ist auch, aber die richtige Meinung, dass dieser Hadith ist schwach. Und dann gibt es das Gebet von Al-Maghrib und sowieso Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass zwischen Al-Azan und Al-Iqama kann man zwei Raka beten. Auch Al-Isha, bevor du betest, bist du zwei Raka. Das ist Gebet. Also, was ist die Beziehung zwischen den Namen und Eigenschaften und das Gebet? Allah sagt zu Musa a.s. Inni an Allah. Schau mal diese Ayah. Inni an Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li zikri. Inni Allah. Stell dich vor. Musa a.s. Ist Tadabbur. Du sollst nicht schnell lesen. Schau mal diese Ayah. Allah redet mit Musa a.s. Musa ist ein Mensch, ein Prophet. Allah sagt zu Musa, Inni an Allah. Allah, er hat seinen Namen, eigenen Namen erwähnt. Allah. La ilaha illa ana, Tawhid. Fa'budni. Gewiss, ich bin Allah. Es gibt keinen Ilah außer mir. So, diene mir. Und verrichte das Gebet zu meinen Gedenken. Wir analysieren diese Ayah, damit wir die Stellung des Gebets verstehen und was ist die Beziehung zwischen Gebet und das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Warum hat Allah den Mensch erschaffen? Warum? Warum hat uns Allah erschaffen? Warum hat Allah den Himmel und Erde, die Berge, Flüsse, das Meer, alles, Arzak, Rizq.
Mann und Frau, Kinder und das Leben, warum hat Allah erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala hat dies alles erschaffen, damit wir ihn kennen und ihn anbeten auf der Basis von Wissen über Allah. Wir beten ihn an, wir dienen ihn, den Ilah. Ich bin Allah. Und das Wort Allah, wie Ibn Abbas sagt, ist ab, damit wir verstehen, das Wort Allah, auch in Surat al-Fatiha, Alhamdulillah, hat nicht gesagt, Alhamdulillah Rabb, alles Lob gebührt dem Herrn. Nein, hat gesagt, alles Lob gebührt Allah. Deshalb, Ibn Abbas sagt, Allah, das Wort Allah, ist abgeleitet von Alaha Lahu, Uluhatan wa Uluhiyya. Also bedeutet, das Wort Allah, es ist abgeleitet. Ja? Weil die Worte im Arabischen, auch in anderen Sprachen, es gibt abgeleitet, nicht abgeleitet. Du sagst Tisch, ein Tisch. Schließt das Wort Tisch eine Bedeutung? Nein, Tisch hat keine Bedeutung. Schließt, das ist ein Gegenstand. Wand? Nein. Brot? Nein. Auf Deutsch jetzt. Aber wenn du sagst, schreiben, das Schreiben. Es gibt eine Bedeutung des Schreibens, es gibt eine Bewegung. Was ist ein Verbalsubstantiv? Das ist ein Ereignis. Was ist ein Verb? Ein Verb ist eine Bewegung. Das ist ein Verbalsubstantiv, ein Ereignis verbunden zu einer Zeit. Das ist abgeleitet. Es gibt eine Bedeutung. Wenn du sagst jetzt Al-Ilm, Al-Ilm, es gibt eine Bedeutung des Wissens. Es gibt eine Bewegung des Gehirns, der Seele. Wenn du sagst Allah, Allah ist abgeleitet, wie Ibn Abbas gesagt, von Alaha Lahu von Abada. Also Allah bedeutet abgeleitet von Ilah, Anbetungswürdiger. Es gibt hier die Bedeutung von Al-Ibada. Ich bin Allah. Es gibt keinen Ilah außer mir. So diene mir, fa'budni. Hier, so diene mir, ist ein allgemeines Wort. Allgemein. Dann kommt was Spezielles. Verrichte das Gebet. Das Gebet verrichten ist auch eine Dienerschaft. Allah hat das speziell erwähnt, um zu zeigen, die Stellung vom Gebet im Bereich von Dienerschaft. Du kannst nicht Allah dienen. Du kannst nicht ein Diener sein. Außer mit Gebet. Du kannst nicht. Es gibt das nicht. Jemand sagt, ich bin ein Diener, ich bete nicht. Gibt es nicht. Außer bei Murji'a gibt es das. Die sagen, das Gebet ist keine Säule in der Gültigkeit von Al-Iman. Also das Gebet ist die Religion. Das Gebet ist der Islam. So diene mir und verrichte das Gebet. Hier kommt das Thema zu meinen Gedenken. Qimis salata li dhikri. Hier redet Allah über Dhikr. Also das Gebet ist das Thema der Namen und Eigenschaften. Weil, was ist Al-Dhikr? Was sagst du in Al-Dhikr? Du erwähnst die Namen von Allah und seinen Eigenschaften. Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, auch im Gebet, Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la. Du redest über die Namen von Allah, Subhanahu wa ta'ala. Bedeutet das Gebet, das Feld, Namen und Eigenschaften zu praktizieren, dein Wissen über Allah im Gebet zu praktizieren. Wenn du nicht betest, wo willst du das machen? Das findest du in verschiedenen Ayat im Koran. Schau mal in Surat al-Isra und Surat al-Ankabut. Allah sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ. Nach ihnen kam ein Nachwuchs. Und wir. Also redet Allah über uns. أَضَاعُ الصَّلَاةِ. Die haben das Gebet vernachlässigt. Warum die ersten Generationen, die ersten Generationen, die haben wirklich was erreicht. Die haben was erreicht, weil sie haben gebetet. Sie haben gebetet. Prophet sallallahu alaihi wasallam
حديث ابن مسعود. ابن مسعود sagt, ich betete hinter dem Prophet صلى الله عليه وسلم und er las al-Fatiha und hat al-Baqarah angefangen. Es sagte, er wird al-Sujud durchführen, es wird al-Sujud. Er hat al-Baqarah bis Ende gelesen, dann Ali Imran, dann al-Nisa al-Ma'ida, bis ich was schlecht gedacht habe, dass ich ihn lasse und ich gehe. Das ist ein Sahabi, sagt das. Das bedeutet, dass das Vorbild ist der Prophet. Prophet, er sagte immer zu Bilal, Errichna biha ya Bilal, gib uns Ruhe mit Gebet. Also mach al-Iqama, lass uns unsere Ruhe finden. Prophet, das Gebet für ihn ist ein Garten, wo er seine Ruhe findet. Und der Prophet sagte, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Also meine Freude ist im Gebet. Allah wurde gemacht im Gebet. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Das ist das Ziel. Wenn du was anderes machst, du spielst. Deshalb ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Kann sein, dass du nach einem Jahr, zwei, drei Jahren genießt. Wie einer von Salaf gesagt hat, ich kämpfte 20 Jahre im Gebet und ich habe es 20 Jahre genossen. 20 Jahre Kampf, 20 Jahre Genuss. Wenn wir heute nicht anfangen, diesen Kampf durchzuführen mit unserer Seele und des Schaitan im Gebet, das ist ein Kampf, ist das. Warum? Weil Schaitan, der fließt in den Insan, wie Blut, wie dein Blut, er fließt in uns. Er kann deine Gedanken manipulieren, kann dein Herz woanders führen. Du stehst im Gebet, aber dein Herz ist nicht da. Shaitan hat dein Herz woanders gebracht. Deine Seele, dein Verstand, deine Gefühle sind nicht da. Du bist da mit Körper, oberflächlich, aber du bist nicht da, dein Kern ist nicht da. Wo ist dein Kern? Das ist die Frage, wo ist dieser Kern? Das sollst du suchen. Deshalb, das ist unser Thema jetzt im Gebet. Also wenn du sagst, Allahu Akbar, zwischen Allahu Akbar und Assalamu alaikum Ende, gibt viele Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Allahu Akbar. Bevor Allahu Akbar, wenn du Al-Adhan hörst oder wenn du ein App hast, leider wir hören Al-Adhan nicht. Das ist ein großer Mängel hier in diesem Land. Mangel. Wir hören nicht Al-Adhan. Wir hören nicht Al-Adhan. Deshalb, wenn du Al-Adhan hörst, dann denke an den Ruf von Yawm al-Qiyamah. Yawm yunadihim min makanin qarib. Also es gibt einen Ruf in Yawm al-Qiyamah. Denke daran. Wenn du Al-Adhan hörst, sagt Allah, ruft mich. Denke an Yawm al-Qiyamah. Allah ruft dich zum Erfolg, zum Gebet und Erfolg. Hayya ala salah, hayya ala al-Falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deutet, diese Dunya ist so klein gegenüber diese Worte, Allahu Akbar. Was bedeutet Dunya? Also bedeutet nichts vor dieser Ruf von Al-Azan. Lass alles hinter deinen Rücken. Komm zum Gebet. Komm zum Gebet. Das ist die Wichtigkeit von Al-Azan. Das haben wir hier nicht. Aber wir hören das vielleicht in unser Handy oder so. Du hörst Al-Azan. Lass alles und komm. Weil das ist die Wichtigkeit von Al-Adhan, dass du denkst an Yawm al-Qiyamah, denkst an Erfolg. Das Erfolg in Yawm al-Qiyamah. Du kommst. Du hast schon dein Wudu gemacht, du hast dich gereinigt, du hast schon Al-Istighfar gemacht, du hast schon Sadaqa gemacht. Du kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Du weißt genau, dass in diesem Gebet es gibt einen großen Feind. Und es gibt wirklich Shayatin, die sind Spezialist vom Gebet. Es gibt Shayatin, die sind im Tawaf, anderen im Gebet, anderen im Wissen. Was denkt ihr dann? Was denkt ihr? Es gibt wirklich
Das ist alles organisiert von Shayatin. Er hat ihn nicht ein Hadith vom Professor gehört in Sahih Muslim, dass Iblis hat einen Thron auf dem Wasser, das hat ein Königreich. Das ist eine Armee, das mit Universitäten, Allah, ich sage euch die Wahrheit, mit Universitäten, mit Wissen. Das könnt ihr nicht vorstellen. Besonders jetzt sehr entwickelt alles. Und es gibt wirklich Spezialisten, Aufgaben, Verteilung vom Gebet. Und Professor Aslam hat das über Shaitan vom Gebet geredet. Es gibt Shayatin von Tawaf, es gibt Shayatin von Wissen. Ja, von Shayatin von Wissen. Wenn du studierst, wenn du Da'wah machst, gibt es Shayatin. Die sind Spezialist für dich. Für dich. Und bedeutet, wenn du jetzt kommst zum Gebet, du bist in einem Kampf. Wallah, das ist der größte Kampf. Du sagst, warum, wenn du Allahu Akbar sagst, dann sollst du Allahu Akbar realisieren in deinem Herz, in deiner Seele. Du sollst das realisieren. Das Problem, wir sagen Allahu Akbar und du siehst die Themen von der Dunya und die Angelegenheiten, wie groß die sind vor unseren Augen. Von Vergangenheit, von Zukunft. Die Ängste von Vergangenheit, die Ängste von Zukunft, und die Trauer von Vergangenheit. Du siehst alles gut. Denkst an deine Arbeit, an dein Studium. Du denkst an dein Geld, dein Konto. Du denkst an dein Schulden. Du denkst an deine Kinder. Du denkst an alles. Du denkst an deine Karriere. Du denkst an alles im Gebet. Im Gebet. Und Shaitan, er redet mit dir. Du merkst, das, was ich euch erzähle, wir wissen das alles. Und der Shaitan, er redet mit dir darüber. Er gibt dir noch Ideen über solche Sachen. Über diese Angelegenheit von der Dunya. Und dann, Al-Fatiha ist vorbei. Wo ist Al-Fatiha? Al-Fatiha ist vorbei. Die großen Bedeutungen von der Scharia und Existenz, du hast gar nicht gemerkt von Al-Fatiha. Vorbei. Dann beginnst du an deinem Surah. Und dann Ar-Ruku', Sujud. Alle Bedeutungen sind abwesend. Du hast gebetet. Du musst nicht nochmal beten, weil du hast schon gebetet. Mit Säulen und Bedingungen und alles, aber ohne Bedeutungen. Und die Belohnung ist sehr gering. Und Einfluss vom Gebet auf die Seele sehr, sehr gering. Gar nicht. Weil inna salata tanha an al-fahsha'i wal munkar. Das Gebet schützt von al-fahsha'i wal munkar, von aller Art von Sünden. Und deshalb, das ist unser Ziel jetzt. Das ist unser Ziel jetzt. Dass wir jetzt in diesen Halaqat beginnen, aber nicht jetzt, du hörst einen Vortrag. Nein, nein. Das ist ein Vortrag zum Praxis. Du sollst praktizieren jetzt. Wenn wir was sagen, da sollen wir praktizieren. Jetzt haben wir geredet über viele Geheimnisse. Wie du das Wasser siehst, von Al-Wudu, das ist himmlisch, das reinigt dich, Astighfar, As-Sadaqa, alle diese Sachen, was wir gesagt haben, du sollst immer, deine Seele soll anwesend, diese Bedeutungen, die sollen da sein. Ja, das ist erste Sache. Also, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Ihm sind die schönsten Namen. Kabir. Allah ist Al-Kabir. Allah ist Al-Kabir. Allah ist Al-Azim. Allah ist Al-A'la. Al-Ali Al-A'la. Allah ist Al-Rabb. Al-Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Malik. Al-Dayyan. Ja? Diese Namen gibt es im Gebet. Da liest du immer im Gebet. Du beginnst Allahu Akbar im Gebet. Du sollst
Du sollst wissen, wie ich gesagt, du bist im Kampf. Versuche und sei vorsichtig, dass dieser Feind keine Bedeutung stehlt, von dir stehlt. Die Bedeutungen sollen anwesend sein. Allahu Akbar. Du liebst Allah, subhanahu. Du kommst gerne zum Gebet. Du liebst ihn. Warum? Weil du ihn kennst. Was erleichtert diesen Kampf? Die Liebe zu Allah, subhanahu. Erleichtert diesen Kampf. Die Liebe zu Allah, subhanahu. Aber Ibn Qayyim hat über das Thema Liebe sehr schön geredet und sagt, die Quelle der Liebe ist die Beobachtung der Wohltat. Die Beobachtung der Wohltat. Mushahadatul Ni'mah. Also, wie kann ich Allah lieben? Weil wenn du Allah sehr stark liebst, du kommst gern, schnell zum Gebet. Du stehst vor ihm. Du bist mit ihm. Du bist nah an ihm. Und du machst alles gerne für ihn. Subhanahu wa ta'ala. Du liebst ihn, weil er die schönsten Namen hat. Weil er Alhamd hat. Er ist schön. Allah ist sehr schön. Allah ist schön. Prophet sagt, Inna Allah jamil. Wahrlich, Allah ist schön. Lieb die Schönheit. Aber schau mal das Wort Schönheit. Wenn du hörst, dass Prophet sagt, Allah ist schön. Wie schön ist Allah? Das ist die Frage, wie schön ist Allah? Und dieser Begriff Schönheit. Wir wissen das. Allah hat uns die Schönheit im Leben Allah hat die Schönheit überall gemacht. Also wenn du jetzt den Himmel siehst, der Himmel, den Himmel, die Bergen, die Fische, du siehst alles, du siehst den Mensch, du siehst die Schönheit, du sagst, das ist die Schönheit, du spürst das. Damit du die Namen von Allah verstehst, du sollst diese Begriffe in der Dunya verstehen. Al-Ilm, du weißt, was Al-Ilm ist, das Wissen. Allah hat uns gezeigt, was Al-Ilm ist. Und du lernst, du weißt, was Al-Ilm ist. Allah ist Al-Alim. Du kannst nicht verstehen, was Al-Alim ist, außer wenn du Al-Ilm in der Dunya verstehst. Allah hat das schon uns gezeigt. Al-Hikmah, die Weisheit, die Schönheit. Wir reden über Schönheit. Die Spuren, wenn du siehst, die Schönheit in der Dunya, du weißt, dass diese Schönheit, das stammt und kommt von Allah. Wie schön ist Allah? Das kann kein Verstand begreifen oder fassen. Das kann da kein Verstand, bis wir ihn sehen, inshallah. Möge Allah uns das erleichtern. Deshalb, wenn du die Schönheit siehst, du weißt, Allah ist schön. Allah ist jamil. Ja? Und Allah hat uns die Wohltaten gegeben. An-Ni'mah. Die Wohltaten. Auch, wir reden hier auch über Oberflächlichkeit, mit Wohltaten umzugehen. Du lebst viele Wohltaten, aber wo ist dein Herz? Dein Herz ist nicht da. Genau wie Gebet. Dein Herz ist nicht da. Das ist wie eine Kette, ist das. All die Sachen, was ich sage, die sind verbunden im Gebet. Du schaust die Wohltaten gar nicht. Du bist gesund. Du kannst sehen, du kannst hören. Du bist jetzt anwesend, du liebst das Wissen, du bist Muslim, du liebst den Iman, du willst dein Iman stärken. Allah hat dir viele Sachen gegeben, Sicherheit, viele Sachen. Du kannst diese Wohltaten nicht beschreiben, du kannst sie nicht in eine Zahl begrenzen. Du kannst nicht, aber du sollst sie beobachten, ausführlich. Und wenn du sie beobachtest, tief, mit deinem Herz, du liebst Allah, weil er ist dir gegeben. Du liebst ihn. Deshalb, wir müssen Allah lieben. Das ist unsere Aufgabe.
Es gibt keine Ibadah, es gibt keine Ibadah außer mit Liebe. Schau mal die Bedeutung von der Ibadah, die Begriffe, was Ibadah bedeutet. Du findest, dass Liebe da ist. Schau mal die Begriffe Al-Uluhiyya, Al-Ilah, du findest, dass Liebe und Sehnsucht anwesend sind. Deshalb, wir fangen heute an, heute jetzt an, diese Bedeutung, also wir sollen heute schauen, die Wohltat. Schau heute die Wohltat, ganzen Tag. Schau richtig die Wohltat, denk nach. Schau ausführlich über die Wohltat, was dir Allah gegeben hat. Ni'am, Islam, Al-Aql, Verstand, viel, viel Sachen. Schau die Wohltaten, die Allah dir gegeben hat. Und du wirst Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Wir wollen schnell zum Gebet gehen, gerne zum Gebet. Wir wollen das Gebet unserer Freude wert. Und wir wollen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala kennen und das Wissen über Allah im Gebet praktizieren, spüren. Das ist unsere Aufgabe jetzt, damit wir diesen Kampf besiegen. Weil am Ende, wer ist der Verlierer? Wir, Shayatin, die haben alles geopfert, um die Menschen zu verführen. Deshalb frage mich, Shayatin, die bauen keine Zivilisation. Die sind da, um zu zerstören, Schaden, Traurigkeit zu verbreiten, Schmerz zu verbreiten, Krankheiten zu verursachen, die Menschen abhalten von der Jannah. Die dienen Iblis. Iblis sowieso, der hat alles geopfert durch seinen Hochmut und seine Arroganz, hat alles verloren. Aber die Schayatin, die mit ihm arbeiten, die denken, dass er irgendwas. Deshalb, die kommen nahe zu ihm. Wir kommen nahe zu Allah durch Al-Khair, die kommen nahe zum Iblis durch Schar, durch Übel, Schlechtigkeiten. Deshalb Licht besiegt die Dunkelheit. Licht besiegt Dunkelheit. Warum? Warum? Weil Licht ist eine existierende Sache und Dunkelheiten, das ist keine existierende Sache. Dunkelheit ist Abwesenheit vom Licht. Wenn Al-Haq nicht da ist, Batil zeigt sich. Al-Batil ist wie Dunkel, wie dun ist eine Dunkelheit. Ist keine existierende Sache. Sie ist da, wenn Licht abwesend ist. Und so ist das. Deshalb, wenn Licht kommt, Dunkelheit verschwindet. Wenn der Dhikr kommt, Shaitan verschwindet. Wenn die Bedeutungen kommen, da die Einflüsterung von Shaitan verschwinden. Das ist sehr, 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 das ist sehr wichtig zu verinnerlichen. Das ist unsere Halaqa für heute. Inshallah, wir machen morgen, inshallah, weiter. Barakallah, Amin. Okay, ich habe nicht viel Zeit. 5 Minuten haben wir Zeit. Wenn jemand eine Frage hat, kann ich stehen. Nur 5 Minuten. Ja, komm. Amen, amen. Wie soll man mit Geschwistern umgehen, wie soll man mit Geschwistern umgehen, die fasten, aber nicht beten? Und manche von ihnen fasten nicht mehr, da sie sagen, ich bete ähnlich und mein Fasten ist ähnlich. Das sind die Verzerrungen von Scheitern. Er soll fasten und beten. Ja, er soll fasten und beten im Ramadan. Hoffentlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Standhaftigkeit und Rechtleitung gibt. Weil das Thema Gebet ist gefährlich. Wir wissen, dass es gibt zwei Meinungen über das Thema Gebet. Und ich sehe, dass die Meinung vom ersten Meinung, die
die sagen, dass derjenige, der nicht betet, tritt aus diesem aus, sind sehr stark. Es gibt eine Einigung von der Sahabe. Es gibt Einigung von der Sahabe. Ja, Einigung von der Sahabe. Es gibt kein Muslim, es gibt kein Mensch in der Zeit von Prophet, er hat gefastet, nicht gebetet. Es gibt kein Mensch in der Medina, hat nicht gebetet. Prophet, er saß in die Moschee und Iqama war schon. Ein Mann saß, dann kam zum Propheten und sagt, bist du Muslim? Sagt, ja, komm bete. Es gibt da, deshalb das Gebet ist eine Säule von dem Islam. Wie ich heute gesagt habe, wir werden darüber reden, inshallah, in einer Halaqa, ausführlich, über diese Beweise. Auch in der Da'wah soll man auch das sagen. Wenn immer sagt, ja, das vernachlässigt, das Unterlassen von Gebet ist nur eine Sünde. Das ist, du sollst ihm sagen, was der Prophet gesagt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass zwischen dem Mann, zwischen in der Bein al-Rajuri, bin al-Kufri und al-Shirk, zwischen dem Mann und al-Kufr und al-Shirk ist das Unterlassen von Gebet. Hadith in Sahih Muslim. Das ist gefährlich. Man muss mit ihnen öffentlich sagen, das ist gefährlich. Sag ihm, das ist gefährlich. Man muss es wissen, das ist gefährlich. Damit er betet. Aber wenn du mit ihm isst und lacht und sagst, es ist kein Problem, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Was ist das Fasten während ich, ja, also ich erlaube die Frau zu essen während Schwangerschaft. Ja, also das ist erlaubt. Und wenn es am Anfang ist und sie kann, ja, aber die Frau, die kennt ihre Lage. Ob sie kann oder nicht. Aber allgemein, grundsätzlich ist es erlaubt, dass sie isst. Wann betet man das Tarawih-Gebet und bis wann hat man Zeit? Das Tarawih-Gebet geht bis, das ist eine Art Nachtgebet. Geht nach Isha bis vor Fajr. Ja? Aber nach dem Sunnah von Umar, der Prophet, hat nach Isha, in der Moschee nach Isha. Ja, das ist nach Isha. Aber wenn du zu Hause bist, Qiyam ist das. Du machst auch Qiyam. Wa iyyakum. Ja, noch eine Minute. Könnte ich zum Beispiel 4 nach Isha? Ja, kannst du. Kannst du zeilen. 4 nach Isha und 4. Hauptsache du betest 11. Also Witr wie du willst. 3, 5, 7. Mindestens 1. Das ist. Dürfen eigentlich die Frauen in der Moschee auch Tarawih werden? Ja, dürfen die auch. Ja, dürfen. Die Frauen dürfen. Okay. Also dann, inshallah, wir beenden unsere Halaqa. Morgen, inshallah, Donnerstag, wir machen weiter morgen. Aber versucht, was ich gesagt habe, zu praktizieren. Morgen machen wir weiter, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Fasten annehmen und eure Taten. Möge Allah euer Wissen mehren. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته